Hallo und willkommen zu einem neuen Video über die Ghost Recon Wildlands Headquarter App. Noch ein Video. ich habe viel Horrorgeschichten über diese App gehört. Ich benutze diese ja schon seit der Closed Beta oder kurz nach der Closed Beta, glaube ich, kam sie raus. Ja, genau. Und also selbst in der Beta hat sie funktioniert. Und die ganzen Horrorgeschichten und alles, manche kann ich schon irgendwo verstehen, manche weniger. Das soll aber, es gibt viele Leute, die schlechte Erfahrungen mit dieser App gemacht haben. Will ich auch nicht niederreden. Ich habe zum Guerillaspiel auch eine schlechte Erfahrung gemacht. Und zwar ist auch mein Spielstand ungefähr mit einer, oh ja, bestimmt 70 oder 80 Stunden Spielzeit gecrashed. Und dazu möchte ich jetzt auch was sagen oder was zeigen. Und ich hatte mir mit dem Support geschrieben, aber das war alles nicht so optimal. Leider, ich hatte dann Probleme und man kann hier über Guerilla zurücksetzen und ich werde da jetzt nicht drauf drücken, kann man das ganze Guerilla-Spiel zurücksetzen und zwar auf Nullen. Und dann funktioniert der Spielstand auch oder funktioniert der mein Spielstand auch. Und so, und zwar folgendes, wenn ich hier ins Guerilla-Spiel reingehe, habt ihr oben vielleicht gerade dieses kleine Totenkopfsymbol oben links in der Ecke unter HQ. Erscheint ab und zu so ein kleines Symbol, wie im Hauptspiel auch, wenn das Hauptspiel speichert. So, erscheint dieses Symbol und das speichert gerade und man macht die App zu oder man schießt die ab, kann das sein, dass der Spielstand kaputt geht. Und das haben die wohl mit dem letzten Update für die App wohl gefixt. Und also auf den Mobilgeräten. Leider kam das für mich ein bisschen zu spät. Ich habe es davor schon zurückgesetzt, das Guerilla-Spiel. Vielleicht wäre mein Spielstand wieder da gewesen. Nach ungefähr 70, 80 Stunden oder sowas war ich ungefähr so weit wie jetzt wieder hier. Leider kann ich euch jetzt hier Ressourcen nicht zeigen, die Übertragung. Aber ihr seht, heute versendet 3500. Ich habe nämlich schon eine Aufnahme gemacht, die ist gecrashed. Leider habe ich nämlich der Übertrag der Ressourcen gezeigt und habe hier 3500 Ressourcen übertragen. Ich werde das, ich füge das Video hier hinzu, dann nochmal aus dem Wiese im Hauptspiel ankommen, aber leider sind sie hier jetzt weg. Ihr könnt maximal 5000 Ressourcen jeden Tag versenden. Ich habe jetzt 3500 versendet. Hätte ich jetzt 10.000 Ressourcen gehabt, dann müsst ihr keine Angst haben, dass sie verschwinden, sondern es werden nur maximal 5000 übertragen. Es wird von jedem was übertragen, prozentual ungefähr, so kann man sich das vorstellen, und dann bleibt was übrig. Oder zum Beispiel bei den größten Posten natürlich, die man hat, wird was übrig bleiben. Und es landet da, also bis 5000 Ressourcen landen im Spiel. Und dann habt ihr hier unten diesen Button, mit dem ihr das öffnet und schließt. Wenn ihr Ressourcen habt, ist in den kleinen Fensterchen gelb. Das heißt, ihr habt Ressourcen. Habt ihr Ressourcen verschickt, und zwar 5000, dann ist in diesem Button hier unten ein rotes Zeichen. Das heißt, ihr könnt jetzt keine Ressourcen versenden. Also ihr braucht dann nicht mal draufdrücken und gucken, sondern dann gehen sie nicht versenden, weil ihr innerhalb von 24 Stunden schon 5000 Ressourcen versendet habt. So. Dann, wenn ihr auf den sicheren Weg sein wollt und euer Spielstand nicht crashen soll, dann geht ihr am besten hier oben, jetzt genau oben war links war jetzt gerade Totenkopf unterm HQ zu sehen und das ist ein Headquarter mit diesem gelben Pfeil nach links. Da hat er gerade gespeichert. Drückt ihr auf das HQ-Zeichen, landet ihr wieder im Menü. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Spiel nicht crasht.
Sollte nach dem letzten Update auch nicht mehr passieren, aber ich gehe jetzt das Risiko nicht mehr ein, dass nochmal mein Spielstand crasht. Die Ressourcen sind mir einfach zu wichtig und das Spiel macht auch Spaß. So, das ist Punkt 1. Die Ressourcen zu versenden ist eine Sache. Die könnt ihr aber nur versenden, wenn ihr mit dem Spiel verbunden seid. Schaltet ihr die App ein und dann sagt, ach, ich will ja mal zocken und schaltet das Spiel ein. Dann ist wahrscheinlich die App nicht mit dem Spiel verbunden. Und zwar seht ihr oben, neben der rechts neben dem PS4-Zeichen, das Ubisoft-Logo. Sobald man das einschaltet, verbindet es sich mit dem Ubisoft-Account. Klar. So, wenn ihr Internet habt, rechts daneben ist dieses Controller-Symbol mit den Kreisen, das heißt Synchronisation. Da ist ein rotes X. Daneben ist diese Glocke mit dem Symbol, das heißt, ich habe eine Benachrichtigung. Aber das Spielsymbol unter anderem habt ihr synchronisieren aus, steht hier. So. Das Ganze synchronisieren aus könnt ihr über dieses X-Symbol nämlich an- und ausschalten. Wart ihr noch nicht verbunden mit eurem Spiel, dann ist es natürlich nicht verbunden. Wollt ihr es verbinden, könnt ihr A hier oben auf dieses Symbol mit dem X klicken. Dann geht dieses Fenster auf. Und zwar, hier steht drin, ob man sich synchronisieren will mit Wildlands, mit Großstudio Wildlands und bla bla bla. Dieses ganze, ja, Kabel oder WLAN, dass man WLAN benutzen muss, klar, weil ein Mobilgerät meistens oder sehr unwahrscheinlich, dass es einen Anschluss für ein Netzwerkkabel hat. Aber was die einen hier wahrscheinlich eher sagen wollen, es funktioniert nicht über Bluetooth, sondern nur über WLAN. Man verbindet sich mit seinem WLAN, also mit seinem WLAN zu Hause, mit seinem lokalen Netz und kriegt eine lokale IP-Adresse. Außer man benutzt zum Beispiel auf dem PC jetzt IPv6. Aber ansonsten hat man eine IPv4-Adresse. Und das Spiel sollte, oder die App sollte das Spiel automatisch finden. Ich klicke hier jetzt einfach mal weiter. Und dann seht ihr Plattform PS4. So. Und falls man nicht weiß, also wenn man sich jetzt verbinden will und er findet das Spiel aus irgendwelchen Gründen nicht automatisch, soll wohl vorkommen, habe ich noch nicht gehabt. Ich habe das erste Mal aufwendig die IP-Adresse rausgesucht, um dann festzustellen, die brauche ich gar nicht. Der hat sie selber gefunden. Und zwar sind hier die Schritte für die PlayStation 4 zum Beispiel angegeben. Wo finde ich denn auf der PlayStation 4 meine IP-Adresse, um sie hier einzutragen? Also das geht dann auch. So, ich klicke jetzt auch mal auf OK. Und er verbindet sich automatisch mit dem Spiel. So war das erste Mal bei mir auch. Ich hatte mir zwar die IP-Adresse rausgesucht, aber ich brauchte die gar nicht. So, und jetzt bin ich auch mit dem Spiel verbunden. Und jetzt kann ich auch hier draufklicken und sehe meine Satellitenansicht. Wenn ich hier unten auf dieses Symbol ganz links unten drücke, dann zeigt er mir auch, wo ich bin. Und dann funktioniert das Ganze auch. So, ist man jetzt hier verbunden? Jetzt seht ihr, das Symbol ist orange, das heißt, die Verbindung ist vielleicht nicht so optimal, aber sie ist da. Und wenn ich jetzt ins Guerilla-Spiel gehe, dann kann ich auch sicher sein, ob es jetzt gelb oder grün ist, dass wenn ich die Ressourcen versenden will, dass die aber auch ankommen. Weil ich bin ja mit dem Spiel verbunden. Mir ist es noch nicht passiert, dass Ressourcen weggekommen sind. Aber eine Warnung, ich hätte eine Warnung bekommen, ob ich denn verbunden wäre. Also so eine. So, und dann bin ich einfach über das HQ-Zeichen wieder ins Guerilla-Spiel, ins Menü gegangen aus dem Guerilla-Spiel und habe einfach gesagt, hier zum Beispiel darüber, Synchro verloren zum Beispiel steht hier. So. Und dann habe ich gesagt, hier jetzt aus und dann wieder ein und okay. Zack, wieder verbunden. Das ganze Problem, was die meisten haben, ist, wenn sie hier synchronisieren aus haben und sich dann manuell irgendwie verbinden und dann bricht es ständig ab. Es kann sein, dass jetzt das Spiel
Synchronisation fehlerhaft war, weil ich den Controller schon zu lange hier neben mir liegen habe und das Spiel einfach vielleicht als inaktiv gegolten hat. So. Als ich schnell den Aufnahmebutton gedrückt habe, um die Ressourcenaufnahme im Ingame zu machen, bin ich beim Stoppen der Aufnahme auf den Home-Button gekommen und ich habe praktisch das Spiel minimiert und deswegen ist es nicht mehr offen gewesen und deswegen ist die Synchronisation so fehlerhaft oder orange. Wenn diese automatische Synchronisation eingeschaltet ist, dann funktioniert das, also dann wählt er sich auch wieder ein. Dann verliert man die Verbindung nicht so, dass man jetzt im Spiel selber ständig irgendwo rausfliegt, als wenn man das immer manuell einwählt und auch die Synchronisierung ein aus hat, also automatisch aus hat hier. Das war eigentlich mehr oder weniger das, was ich euch über die App sagen wollte, weil es sind manchmal Kleinigkeiten, wo es bei jemandem nicht funktioniert oder wo jemand der Spielstand gecrasht ist, wie bei mir auch, und der sauer ist und angepisst ist. Aber die App an sich ist schon ganz cool und macht auch einen Spaß. So, was ich aber oft mache, ich habe praktisch das Bild, was ihr jetzt auch gerade seht. Das schalte ich manchmal auch auf dem zweiten Monitor. Und spiele dann in-game mit der Ansicht, der Satellitenansicht von der Ghost Recon Headquarter-App, so dass ich auf dem rechten Monitor praktisch mit einem Auge die ganze Map sehe und auf dem linken Monitor sozusagen oder ja sozusagen das Spielgeschehen da spiele und dann sehe ich immer, was so um mich rum los ist. Und dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, das ist in der Playlist, wie die in-game funktioniert, diese App. Das könnt ihr auch gern ansehen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, das Video anzugucken. Falls es euch interessiert hat oder falls ich euch weiterhelfen konnte oder falls irgendwelche Informationen für euch nützlich waren oder ihr einfach das scheiß Gelaber von mir ausgehalten habt, dann danke ich euch und ja, über Daumen hoch würde ich mich sehr freuen, über ein Abo natürlich auch und um beides natürlich umso viel mehr. Vielen Dank alle, die einen Daumen hoch, ein Abo oder ein Abo-Button gedrückt haben, jetzt oder in der Vergangenheit. Vielen Dank und auf Wieder tschüss.